Ich weiß gar nicht, es ging, ich glaube, es ging erst in Tomb Raider 2 richtig, ne? Dass man im Gehen geguckt hat. Hier in Tomb Raider 1 kann man, glaube ich, echt nur im Rennen gucken, beziehungsweise im Stehen. Nein. Deswegen habe ich gespeichert. Ich wollte eigentlich springen, aber sie ist gerade einfach losgelaufen. Ist das dein Ernst? Oh, Lara, was soll das denn? Jetzt aber. Nein. Oh, die ist. Okay, wo bin ich hier? Warte, ist da irgendwas drauf? Habe ich es gebrochen? Da ist nichts, okay. Hat sich das absolut nicht gelohnt, hier zu gehen? Nö, okay. Dann gehe ich da einfach wieder hoch. Dafür speichert man ja. Ich könnte aber den sichereren Weg nehmen und einfach da lang gehen. Aber es wäre ja zu einfach. Wo? Da unten ist ein Krokodil. Wie auch immer es da reingekommen ist und wie lange es überhaupt so lange überlebt hat. Oh, sogar zwei. Der erste wäre down. Und das war ja auch sehr schön. Hier haben wir Medipack. Wieso auch immer die hier rumliegen. Aber danke für die altertümlichen Leute, die Medipacks hier hingelegt haben. Das ist nett von denen. Achso, ich wollte gerade rüberspringen, aber hier geht's lang. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Irgendwie was? Nee. Da auch nicht. Okay, dann gehe ich hier runter. Riesige Stufen sind nie ein gutes Zeichen. Hallo. Mit dir hast du so gerechnet. Das war so klar. Du hast mich... Ey, back mich in die Wand. Du Arsch, Alter. Boah, der hat mir jetzt ein bisschen Leben gekostet. Also, ich habe mit ihm gerechnet, aber der hat mich einfach so in die Wand gebackt. Dann wollte ich nicht fliegen. Ich finde deine Zähne auch übrigens sehr schön. Strahlend weiß. Das ist einfach nur eine schwarze Wand. Ich frage mich echt, wohin mich führt. Das wirkt im richtigen Kolosseum. So, die Äffchen da unten sind nicht so nett zu mir. Deswegen lasse ich den halt mal ein bisschen. Hab ich ihn? Ne, ich bin noch nicht gekillt. Oh, hallo. Die habe ich gar nicht gesehen. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Schlecht, da kann ich im Schlaufen schießen, nicht schon. Geht aus. Haust das bitte ab. Der Typ ist echt nervig. Ah, jetzt ist er ab. Ich werde mir einfach hinterher, dass er verschwindet. Weil er durch immer schneller und immer schneller. Jetzt ist er ab. Jetzt ist er weg. 100 Pro. Kurz hier runter, dann ist einfach komplett weg. Jo. Alles klar, hat mir echt ein bisschen Leben gekostet gerade. Dann nehme ich kurz noch ein Medipack. Sehr schön. Und speichere direkt mal.
So, jetzt mal um die Tiere da unten kümmern. Da ich das natürlich so entspannt habe, da runterzugehen, wirklich. Und wenn ich schon die Tiere vorher ausschalten kann, dann warum nicht, ne? Dass ich nicht auf den Affen zielen kann. Auf den Gorilla. Hallo. Tja. Anscheinend nicht so. Ich gehe mal kurz runter und sage dem mal Hallo, oder? Ich will da nicht extra runterrennen. Nee, ich lasse irgendwie oben. Ich gehe da erst runter, wenn ich runter muss. Komm, den kriegst du doch von. Den kriegst du doch 100 Pro. Du hast ihn nicht auf ihn zielt. Ach, Lara. Okay, dann gehe ich da halt runter. Weißt du, Hauptsache, Francis, wollte ich gerade sagen. Pia trifft dich von ganz unten, ganz oben in diesem komischen Götterhalle. Und ich muss erstmal direkt neben dem Äffchen stehen, um es auszuschalten. Den süßen kleinen Fratz hier. Na, der hat aber nicht so perfekte Zähne. Die sind noch zwischendurch rot. Der Löwe hat dafür ein perfektes Zahnputzlächeln. Könnte in so einer Werbung auftreten. So, haben wir denn hier irgendwas? Nee. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Da haben wir so eine Tür. Ich gehe mal kurz rein, mal schauen, ob da irgendwas ist. Ich find's so cool, wie sie halt einfach hier diese Treppen des Kolosseums halt einfach hochklettern muss. Ich meine, what the fuck? Ich bezweifle, dass man im Kolosseum so hohe Stufen bzw. so hohe Sitzplätze hat, dass man einfach hochklettern muss. Also so richtig hochklettern muss, weißt du, so sich hochziehen und so. So einen Schritt nach oben oder so würde ich verstehen, aber so richtig hochklettern. Ich meine, guck mal, der Sitzplatz ist einfach größer, beziehungsweise fast so groß wie sie. Das ist, glaube ich, ich weiß ja nicht, wer so lange Beine hat. Hier, so eine Größe ist verständlich. Die dann schon wieder viel zu extrem. So eine Größe wie hier in der ersten Reihe ist komplett normal, das verstehe ich. Aber so, die anderen ist nur ein bisschen übertrieben. War gerade ein Affe? Oder war es der Tote? Ich weiß es. Oh, das war natürlich jetzt nicht so schlau. Ich wollte eigentlich nicht runterrennen. Aber gut. Egal. Was war denn hier? Ich speichere mal kurz. Hallo? Ah, hallo. Ach, das sind gleich zwei. Sehr schön. Jetzt ist nur einer. Und dann waren es auch keiner. Sehr schön. Wie der Löwe schon davor steht. Und sich aber denkt, ja, komm mal her. Hallo. Gleich zwei, sehr. Drei! Hui! Eigentlich ist das Kolosseum so groß. Man kann so ein bisschen Ausdauer haben. Und auch schön sterben.
Ups. Scheiße. Naja. Das zum Thema. Einmal ist das Kolosseum so groß, ne? Kann ich mir kurz die zwei kleinen Lötchen hier mal ein bisschen ausschalten. Da reicht es nicht gleich wieder, wenn ich nicht so mega überfordert bin. Dann speichere ich so jede Sekunde und es bringt mir im Endeffekt nichts, weil ich alles ganz gut meistere. Und dann speichere ich mal nicht. Und schon hau ich mir richtig schön irgendwie, hau ich mir richtig um so einen schönen Weg nochmal rein, den ich nachholen kann, weil ich richtig doof gestorben bin. Ich finde es aber cool, dass man während diesem Cutscenes in Anführungszeichen, also halt irgendwie was passiert, so diese Action-Cams, dass man da währenddessen schon laufen kann. Das finde ich irgendwie cool. So, jetzt speichere ich wirklich mal. Nicht, dass ich hier gleich sterbe. Weißt du, es reicht ja nicht irgendwie, dass im Kolosseum hier 50 Löwen und 330 Milliarden Gorillas sind. Nein. Es müssen aber Stacheln hier sein. Bitte nicht neu an. Schießen wir auf die Leiche. Sehr schön. Wo war jetzt das neue Gitter, das ich aufgemacht habe? Ich weiß gar nicht, war das in dem Teil hier auch schon, dass man durch, indem man gegangen ist durch Stacheln keinen Schaden mehr bekommen hat. Ich weiß, es war in einem Teil, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Also wenn man gerannt ist, hat man Schaden bekommen. Wenn man draufgefallen ist, ist man sofort gestorben. Aber wenn man gegangen ist, hat man keinen Schaden bekommen. Ich weiß noch nicht, ob das im ersten Teil auch schon war. Und ich würde es eigentlich nicht riskieren. Lars. Oh, hallo. Gott, ey. Das schreckt mich doch nicht so. Hat er aber die gleiche Farbe wie die Wand. So. Jetzt aber. Kurz speichern. Hallo. Also dafür, dass... Okay, gut. Kamen die Tiere raus oder kamen hier die Menschen raus? Wahrscheinlich eher die Tiere. Ja, das sieht sehr nach Tiere hier eingesperrt aus. Ah. Ich bin durch. All the dude. Ah, wahrscheinlich hätte ich jetzt bei dem anderen einen richtig schönen... Nee. Ach so. Ach was. Nee. Hä? Ach so, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Ich gehe mal kurz hier durch. Guck mal kurz das Medipack. Und warte darauf, bis das Ding zufällt. Weil ich glaube, ich kann mit dem Schalter das hier wieder aufmachen. Oh. Da fährt es gerade zu. Speichern. Nee, jetzt nicht. Hä? Ah, jetzt. Hä? Ach, da fällt nur das. Ach, das toll. Hätte ich mir auch sagen können. Ich dachte, das macht jetzt auch hier beide auf. Mann. Das hat einmal die Tür drüben geöffnet. Bumm. Nee? Nee. Wow. Jetzt aber. Das hat nicht ernsthaft auch eine Zeit. Oh Gott, ich bin ja komplett am Arsch. Aber das scheint beide zu öffnen. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst.
Jetzt renn doch. Lara. Nein. Okay. Wie geht das hin? Ich habe eine bessere Idee, glaube ich, gerade. Warte, das ist kurz runterfallen. Obwohl ich... Ne, warte, stopp. Ich glaube, ich... Warte mal. Lass mich raten, das öffnet du das hier. Ja, das war so klar. Fuck you. Oh, das hätte ich gerade voll auslösen können. Oh, ich bin so ein Trottel. Klar, ich hätte jetzt einfach reingehen können. Egal. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich warte noch mal kurz, bis es zufällt. Ich habe eine bessere Idee. Wie ich das Ganze hier gehandelt bekomme. So. Jetzt mache ich das nämlich hier auf. Nein, das war falsch. Nein, Quatsch. Warte. Stopp. Jetzt zurück. Okay, ich warte kurz. Das dürfte ja nicht so lange dauern. Sehr schön. Ich wollte das kurz einmal aktivieren. Das kannst du vergessen. Nee, das kannst du vergessen. Das schaffe ich niemals. Ich wollte eigentlich jetzt hier aufmachen, den Schalter aktivieren, hier aufmachen. Dann hier wieder hochrennen, hier oben die Türen öffnen und dann wieder durchrennen. Aber das kannst du vergessen. Die Tür ist in dem Moment wieder zu. Die ist viel zu schnell. Muss ja wirklich super schnell sein. Geschafft. Ich weiß zwar nicht, warum solche Mechanismen im Kolosseum aufgebaut wurden, aber kann man auf jeden Fall mal machen. So, das wieder auf, bitte. Sehr schön. Ah, guck mal, unten sind die Stacheln. Jetzt kann ich vielleicht mal austesten, ob das wirklich funktioniert. Mit dem Gehen durch Stacheln. Ich glaube, das muss ich sogar jetzt. Muss ich die Stacheln gehen? Nee, ist doch egal. Ja, ich muss nicht. Ich probiere es trotzdem. Dann habe ich zumindest eine Gewissheit, ob ich hier durchgehen darf. Ja, darf ich. Sehr schön. Dann ist es echt so. Das sah gerade kurz aus wie so ein Monster. Hier, so die Hälfte. So, da ist so der Arm. Mit der Faust. Okay, aber das war dann hier auf jeden Fall im ersten Teil. Ich weiß nicht, wann es ob es in den anderen Teilen war, beziehungsweise in welchen anderen Teilen. Dass man eben durch Stacheln durchgehen konnte und man keinen Schaden bekommen hat. Das ist natürlich ganz cool. Was habe ich eigentlich erreicht, dass ich gerade da unten war? Abgesehen davon, dass ich eine Tür geöffnet habe. Habe ich gerade Pierre wieder drin gesehen? Oder war das eine andere Tür, die ich gerade geöffnet habe? Und nicht die, die ich gerade hier gesehen habe? Das kann sein. Nur welche? Oh mein Gott, ist nicht mein Ernst. Hier im Sprung habe ich mir schon gedacht, shit, ich sterbe. Aber gut, wenigstens habe ich hier gespeichert. Naja, gut. Habe ich kurz meinen Tod mitgenommen. So, einmal hoch da bitte. Madame. Oh, hier geht's gar nicht lang. Ich muss da lang. Hier. So, einmal wieder hier hoch.